heute bei Wer weiß denn sowas, das Schlagerduell. Christine Stark mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Laura Wilder und Elton. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu Wer weiß denn sowas? Wussten Sie eigentlich das, meine Damen und Herren? Die Färöerinseln, prozentual gerechnet zur Einwohnerzahl, die meisten Nobelpreisträger hat. Es gibt da nämlich genau 50.000 Einwohner und einen Nobelpreisträger. Ich bin mir sicher, Sie werden noch oft davon erzählen. Vergessen Sie bitte nicht zu erwähnen, wo Sie die Informationen bezogen haben, nämlich hier bei uns. Bin sehr gespannt, freue mich über unsere beiden Gäste. Ja, sie ist hier, Christine Stark, meine Damen und Herren. Darf ja auch mal was anderes sein. Ne? Es muss nicht immer eine große Bühne sein. Und viele werden jetzt denken, oh Mann, jetzt sind die da und singen gar nicht und so. Aber vielleicht irgendwann spontan, wir wissen es nicht. Ja? Laura Wilder, herzlich willkommen. Ja? Der Elton ist jetzt schon verzaubert. Hier, gucken wir an. Ne? So, jetzt schauen wir aber mal, wie viele Menschen hinter welchem Team Platz genommen haben. Unser Publikum durfte sich ja auch heute wieder frei entscheiden. Und hinterm Team Bernhard sitzen von unseren Gästen genau 68 an der Zahl. 68 Menschen, die fest daran glauben, dass ihr heute Abend gewinnen werdet. Aber es gibt auch 52, die hinter Team Elton Platz genommen haben. Und voll und ganz auf den Teamkapitän Elton vertrauen. Wir legen los mit 12 niegelnagelneuen Kategorien auf unserer Wand. Die Kategorien sind heute: Was bin ich? Tierisch, tierisch, total genial, Erfinder, Unterwasser, Botanik, Neuheit, Clever, das Fragezeichen, Einspruch, Essen und Trinken und Südpol. Da ist für jeden was dabei. Bernhard und Christine dürfen die erste Kategorie wählen. Weiß nicht, wie vertraut du mit den Regeln im Detail bist, Christine, aber hinter euch sitzen mehr Menschen. Deswegen dürft ihr die erste Wahl treffen. 500 Euro für jede richtige Antwort und einen Publikumsjoker für jedes Team. Mich hat sofort der Südpol angelacht. Ach, ich wusste es. Würdest du mit mir auch in den Südpol fahren oder sollen wir so in die Botanik gehen? Also, du bist so heiß, ich gehe mit dir überall hin. Schauen wir doch mal, welche Frage sich hinter der Kategorie Südpol verbirgt. Ich möchte ein Eisbär sein. Da gibt es keine. Die in der Antarktis lebenden Eselspinguine koten ihre Nistplätze vor der Brutsaison ein. Ist ja eine spannende erste Frage. Damit eine nährstoffreiche Unterlage für den Nachwuchs entsteht? Antwort A. B. Um den Nistplatz frühzeitig zu reservieren? Oder C. Damit der Schnee schneller schmilzt? Soll ich mit meiner Theorie anfangen? Fang mal mit deiner Theorie damit an. Dann richtig, richtig genial einen oben drauf bauen kannst, ich bin mir da gerade nicht so sicher. Okay. Also. Also, damit der Schnee schneller schmilzt, ist schon ein bisschen irgendwie komisch, oder? Ich finde das ja, ein bisschen, ziemlich übertrieben. Was den Nistplatz angeht, um ihn frühzeitig zu reservieren, das ist ja wie so eine Art Markierung. Ich habe selber zwei Hunde. Ja, und mein kleiner Johnny, der Rüde, der hat ja aber, also vom Markieren her. Moment, ich mache jetzt einen kleinen Umweg. Ich bin tapfer, kein Problem, mach weiter. Warte, wir kriegen das hin. Lass mich kurz nachdenken. Ich bin danach rettest du uns, ich weiß das. Ich bin auf die Nester deines Hundes gespannt. Pass auf, jetzt geht's los. Und wenn sie es quasi reservieren, dann ja irgendwo mit einer Art Markierung. Richtig. Ich habe das Wort markieren, sensationell. Das könnte ich mir schon irgendwie dementsprechend vorstellen. Also das mit dem Schnee nehme ich auch, würde ich auch nicht, Mit dem... Ich denke ja manchmal auch mit dem Rücken. Ja.
um die Nistplätze frühzeitig zu reservieren. Das kann natürlich gut sein, weil das riecht natürlich dann und dann weiß man, wo man hin muss. Die Frage ist, interessiert das einen anderen? Aber kann man das inzwischen nicht online? Ich bin aber auch am ehesten für B. Am Anfang hatte ich nämlich auch die Idee B. Also nicht B, sondern markieren. Wir nehmen dein B. Wieso mein B? Weil du das zuerst vorgeschlagen hast. B wie Brutsaison. Richtig. Eselspinguine leben und brüten in Kolonien. Allerdings brüten sie ungern auf Schnee und Eis, sondern lieber auf felsigem Untergrund. Deshalb versammeln sie sich zeitig vor der Brutsaison an der bevorzugten Brutstelle und beginnen, dieses Areal einzukoten. Der dunkle Kot bedeckt rasch den hellen Schnee und die Sonnenstrahlen werden absorbiert. Dadurch heizt sich der Schnee auf und schmilzt im Gegensatz zum umliegenden weißen Schnee schneller. Oh. Hätte ich aber auch nicht getippt. Nee, hätte ich auch nicht. Hätte ich auch nicht, ja. Noch keine 10 Minuten alt die Sendung und schon was gelernt. Also es bleibt erstmal da bei 0 Euro. Es kommen ja noch ganz viele Fragen. Ich persönlich bin natürlich ein großer Freund von Essen und Trinken, aber du darfst dir gerne aussuchen, was du möchtest. Also sagen wir es mal so, die Tafel kam und ich sag zu Elton, Essen und Trinken passt eigentlich immer, wir nehmen Essen und Trinken, wenn es dir recht ist. Sehr gerne. Ah. Oder? Ihr beiden versteht euch ja gut. Geht schon gut los, jawohl. Und guck mal, es hat überraschenderweise auch was damit zu tun. Ja? Warum bildet sich beim Kochen von Erdbeermarmelade ein weißer Schaum auf der Oberfläche? A, der Gelierzucker reagiert mit Sauerstoff. B, es tritt Eiweiß aus den Erdbeeren aus. Oder C, Fettsäuren werden durch die Bewegung weiß geschlagen. Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, Gelierzucker ist auf alle Fälle, kommt ja da auf jeden Fall rein. Also ja, das wäre schon mal definitiv naheliegend. Aber Eiweiß aus den Erdbeeren. Aber warum sollte der mit Sauerstoff reagieren und dann weiß werden? Das Eheste würde ich A sagen, wegen Gelierzucker. Aber das ist jetzt auch nur so eine Bauchgefühlssache. Was meinst du? Sollen wir A mal riskieren? Eiweiß aus Erdbeeren, ne? Fettsäuren werden hier wegen weiß geschlagen. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Dann nehmen wir A. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Ich muss ja gestehen, ich war auch schon häufiger dabei, bin aber überhaupt kein Süßer, überhaupt kein Marmeladenesser. Oh. Beim Kochen von Erdbeermarmelade ist er ein ständiger Begleiter. Weißer Schaum. Dieser ist zwar unschädlich, aber er kann später im Glas zu Schimmelbildung führen. Deshalb sollte man ihn regelmäßig abschöpfen. Verantwortlich ist das Eiweiß, das aus den Erdbeeren austritt und durch die Hitze schaumig wird. Dieses Phänomen ist übrigens auch beim Kochen von Kirschen zu beobachten. Ah. Hätten Sie es gewusst? Hätte es jemand gewusst? Ja, ja, alle hätten es gewusst. Oh. Hättet ihr das alle gewusst? Läuft gut. So, wie machen wir denn weiter? Jetzt darfst du entscheiden, weil mein Südpol... Vielleicht tierisch. War das eine Anspielung? Ja, wegen. Das war doch schon wieder ein Also mit Pinguinen können wir uns jetzt ja aus. Ja, definitiv. Also. Und zusammen haben wir 3 Hunde. Und mit Chihuahuas kenne ich mich definitiv auch aus. Ich dachte, du hast Hunde. Ja, eben. Das ist die geilste Alarmanlage, die du dir vorstellen kannst. Ich bringe sie irgendwann mal mit, dann wirst du das nicht mehr Sehr gut, meiner hat lange nichts mehr gegessen. Und der hat mir was... Ja. So, jetzt aber. Und so, komm, tierisch. Ach, wirklich, ihr wollt wirklich dabei bleiben? Sollen wir nicht? Ach, guck mal da. Ach so, geht schon los. Der Siedelweber. Ja, es ist unglaublich, wie viele Tiere es gibt, von denen man noch nie gehört hat. Ja? A, wird in Indien als Nutztier gehalten. B, hat Haare an den Flossen. Oder C, lebt mit anderen Vögeln in einer Nest-WG. So, das... Das Schöne ist schon mal, wir wissen gar nicht, was es für ein Tier ist. Ein Vogel, ein Fisch, also ein Wassertier oder was in Indien ist. Als ich das Wort Siedelweber hörte, dachte ich zuerst an eine Spinne. So Weberknecht und Siedelweber, das taucht hier gar nicht auf. Lebt mit anderen Vögeln in einer Nest-WG. Das hieße, die wohnen zusammen, einer bringt den Müll runter und der andere holt das... Traumvorstellung. So, wird in Indien als Nutztier gehalten. Es kann natürlich sein, wenn es sich wirklich um eine Spinne handelt, dass die gezielt in der Wohnung ansiedeln, damit er Spinnennetze webt
um dann Mückengetier zu entsorgen. Ich krieg Gänsehaut. Und dann wäre es ein gezieltes Nutztier, also dass sie das nutzen, um... Eine Spinne? Ja. Oder eine Raupe, vielleicht ist auch in der Siedelweber auch eine Raupe. Ja, mit einer Raupe könnte ich eher leben. Okay, nehmen wir eine Raupe. Ja, okay. Mhm. Als Nutztier. Die Mücken frisst. Es gibt keine Raupen, die Mücken fressen. Mhm. Ich kann mir ehrlich gesagt alles vorstellen und finde vom Gefühl, würde ich A sagen, weil das die meisten Möglichkeiten offen lässt, von denen wir keine Ahnung haben. Und uns klingt logisch. Sollten wir A nehmen und wenn es falsch ist, nehmen wir danach das Publikum. Okay. Weil danach... Also, wenn dann halt noch jemand da ist. Sollen wir einfach A nehmen? Wir nehmen A. Sollen wir A nehmen? Mhm. Gut. Wir nehmen A. Ich entscheide das jetzt einfach. Der Siedelweber wird in Indien als Nutztier gehalten, behaupten zumindest Christine und Bernhards. Die südafrikanischen Siedelweber sind sperlingsähnliche Webervögel. Diese eher unscheinbaren Gesellen verbringen sehr viel Zeit mit dem Bau ihrer auffälligen Behausung. Die riesigen Gemeinschaftsnester bestehen aus zahlreichen Einzelnestern, alle unter einem Dach. Sie bieten Platz für weit über 100 Brutpaare und können über 4 Meter in der Breite erreichen. Der Vorteil dieser WG? Sie ist deutlich leichter zu verteidigen. Wow. Ja, aber ist das toll, oder? Das super. Ich meine, bei allem Schmerz klasse. Über eure falsche Antwort, aber das ist doch wirklich ich toll, bin total oder? Ich froh, dass ich das gelernt habe. Das ist so sozial. Jetzt? Hm? Warum ausgerechnet hier? Ja, es bleibt erstmal weiter bei 0 Euro. Wir sind geblieben. Botanik unter Wasser würde ich auch eher probieren. Aber vielleicht versucht ihr es gleich mal mit einer Tierfrage. Ja, das macht das. Ja, das ist gut. Stimmt. Das Fragezeichen vielleicht. Nee, das wollen wir jetzt schon. Das wollen wir jetzt gerne. Ja. Ich darf nichts mehr sagen, sonst denkt, ich weiß ja nicht, welche Fragen dahinter sind, aber nicht, dass irgendeiner glaubt, ich würde euch zu irgendeiner Frage raten. Was wird als Laffe bezeichnet? So. Wartet doch erstmal, was kommt. Ein Kaffee mit Karamell, der vordere Teil eines Löffels oder die Zylinderkopfdichtung eines Automotors? Was sind denn das heute für Fragen? Kennen Sie dich mit Autos gut aus? Also ein Laffe, nee, ich kann mich weder mit als Autos Laffe bezeichnen. Mit Kaffee? Kaffee mit Karamell, ein mit Laffe. Besteck. Ich hätte gern einen Laffe, habe ich noch nie gehört. Also es gibt natürlich gibt es Kaffee mit Geschmacksgedöns, aber so, vordere Teil eines Löffels, das kann natürlich sein, dass da, wo die Flüssigkeit drin ist, dass das eine Laffe ist. Ist das eine Laffe? Da vorne am der vordere Teil eines Löffels. Ich wusste noch nicht mal, also ein Stiel und vorne ist die Laffe. Dass das überhaupt eine Bezeichnung hat, war mir nicht mal so bewusst. Das ist ein Löffel und fertig. Und Zylinderkopfdichtung eines Automotors ist eine Zylinderkopfdichtung. Ja. So. Aber Laffe. Wollen wir B nehmen, einfach auch noch mal riskieren, ohne Publikum? Das wird richtig sein. Ich vertraue dir, sollen wir? Du vertraust mir? Das ist ein Fehler. Nein. Wir nehmen B. Oh. B. B? Ja. No. Die Blicke da drüben. Oh. Ganz schönes Risiko heute. Einen Karamellkaffee bezeichnet man nicht als Laffe. Ebenso wenig die Zylinderkopfdichtung eines Automotors. Ein Löffel besteht aus zwei Teilen, dem Stiel und dem vorderen Schöpfteil, der Laffe. Das Wort stammt von dem mittelhochdeutschen Laffen, Schlürfen ab. Früher hatte die Laffe eine runde Form, heute ist sie überwiegend oval. Oh. Haben wir das auch geklärt? Die ersten 500 Euro sind registriert. So, damit liegen Elton und Laura in Führung. Also ich möchte aus der Erfahrung der letzten beiden Kategorien und Fragen den Schluss ziehen, dass es für das Team besser ist, wenn ich mich jetzt einmal raushalte. Ach nö. Doch. Ach nö. Ich bin eine Frau, also mit Entscheidungen dauert das bei mir echt lange. Okay, Bernhard. Haben wir Zeit, wir nehmen unter Wasser. Ja. Hat was mit Tieren wäre jetzt ganz gut. Was, ja, weil irgendwann muss man doch mal eine Tierfrage richtig raten. Warum nicht mal eine Tierfrage? Was ist das Besondere an der Quallenart,
Was für Moment. Hallo? Es hätte auch. Kann die Kamera sich mal auf mich konzentrieren? Ich habe ein echt schweres Wort zu verlesen. Was ist das Besondere an der Quallenart? Turritopsis duhorni. Turritopsis duhorni. Duhorni. Ist sie weg? Ja. Kaum. Du hast ja lieber. Komm. Ach, hier steht ja nichts. A. Sie kann über Wasser laufen. B. Sie kann Wasser in einem nahrhaften Trunk verwandeln. Oder C. Sie kann ewig leben. Meine Güte. Also, setz dich, Kai, ich sag's dir. Turritopsis duhorni. Also Quallen sind ja immer irgendwie sowas Gelee-artiges, ne? Genau, das ist natürlich, laufen halte ich für sehr unwahrscheinlich, nur ganz kurz. Als die Überwachungskamera weg war, ist die verschwunden. Mhm. So, wer denn? Das, was da vorher war. Sie ist über Wasser gelaufen und hat sich vielleicht in einen nahrhaften Trumpf verwandelt. Aber wir alle hoffen, möge sie ewig leben. Dass sie ewig lebt. Also ich weiß, dass es eine Quallenart gibt, die sich selber vermehrt, also durch sich selber. Und auf diese Art und Weise kann sie quasi... Durch Zellteilung? Richtig. Naja, aber wie heißt das immer? Egal, auf jeden Fall, die teilt sich entweder komplett und wird dann wieder neu. Oder aber innen drin wächst eine, die sich selbst befruchtet. Also auf diese Art und Weise lebt sie quasi ewig. Ach so, darauf wolltest du hinaus. Ich wollte gerade fragen, ob wir das nehmen wollen. Frag doch mal das Publikum. Ich glaube, da sitzt jemand... Ja, wollen wir das Publikum fragen? Oder willst du selber? Ich hatte kurz gehofft, wo der Moderator weg ist, dass ich mich heimlich umdrehen kann. Aber du spielst ja fair. Ja. Na, ich bin mir in dem Fall gerade mit ewig Leben relativ sicher. Aber was meinst du? Also für mich kann es alles sein. Ja. soll man das jetzt riskieren? Nee, das ist, wenn ich eine Ahnung habe, dann mache ich... So. Aber hier ist es gerade so... Sie kann Wasser in einen Nahrhaften, das ist B oder C. Also, ich bin für C, aber wir fragen das Publikum. Gut, warte. Wer weiß das denn? Also, die ist ja sehr schnell aufgestanden, ne? Ist da hinten in der Ecke vielleicht jemand, der sich... Aber dann nehmen wir sie doch. Dann nehmen wir sie einfach mal. Ja. So, Turritopsis duhorni. Guten Abend. Hallo. Sie sind die Frau? Claudia. Claudia. Mhm. Sie haben eine Ahnung? Ja, mein Sohn hat das mit mir auch bestimmt. Das hast du super erklärt. Also wir sind eigentlich davon auch ausgegangen, dass wir ewig leben. Ist das Ihr Sohn? Ach ja, ewig leben. Genau, also ich glaube auch, die teilen sich und dann lebt immer ein Teil weiter. Und wenn du es so bezeichnest, leben sie ewig. Oh, hat sie das jetzt direkt eingeloggt? Ja, das ist sofort drin. Also wenn das Publikum das sagt, dann ist das sofort drin. Ach so, ja. Da können wir jetzt gar nichts mehr machen. Aber wir vertrauen ja. Ich sag mal, Claudia, egal ob es jetzt stimmt oder nicht, wir stehen voll hinter dir. Ja. So, dann gucken wir mal an, ob das auch wirklich richtig ist, Claudia. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Die Qualle Turritopsis duhornii lebt vor allem im Mittelmeer und hat anderen Quallen eine besondere Eigenschaft voraus. Wenn sie alt wird, bilden sich ihre Tentakel zurück. Die Zellen erneuern sich und sie wird zu einem sogenannten Polypen. Dann wächst sie wieder zu einer ausgewachsenen Qualle heran und ein neuer Lebenszyklus beginnt. Deswegen wird sie auch die unsterbliche Qualle genannt. Ihr Leben endet nur durch äußere Umstände, zum Beispiel, wenn sie gefressen wird. Ja, hat ihr das erklärt, oder? Ja. Also, wenn ich das gibt, wo wir hier auskennen, dann ist es... Haben wir jetzt 1.000 Euro? Nee. Das war leider richtig. Das hat die Claudia gut gemacht. Und das sind die ersten 500 Euro für euch. Claudia! Vielen Dank. Dankeschön. Ah. Hast du aber schön gemacht. So, dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie.
Was Kai, du siehst so gut aus auf einmal. Ich bin Einspruch oder was bin ich? Einspruch würdest du auch was mit? Ja, ich habe so Gesetz, finde ich immer interessant. Also zumindest echt? Lernt man da auch gerne mal was. Wollen wir Einspruch dabei Einspruch. Nehmen? Wir nehmen Einspruch. Einspruch. Wobei haben Radfahrer das Recht auf ihrer Seite? A. Ein Hund darf beim Radeln an der Leine mitgeführt werden. B. Im Gegensatz zum Auto sind Handytelefonate erlaubt. Oder C. Wenn es rechts keinen Radweg gibt, darf man den linken benutzen. Hä? Also ich muss dir sagen, mir kam ja C jetzt noch am logischsten vor. Weil ich glaube, du darfst, auch wenn du mit dem Rad unterwegs bist, zumindest nicht telefonieren. Nee, und also glaube ich, ein Hund am Fahrrad darfst du offiziell auch nicht. Nee, weil der kann abhauen, der kann ziehen, der kann zur Seite. Du schmeißt dich um am Ende noch. Ja, wir nehmen ohne Publikum C. Ja. Oh oh. Ja. Oh, oh. Wenn ihr das so wollt, hier kriegt jeder, was er möchte. Wie für alle anderen Verkehrsteilnehmer gilt auch für Radfahrer das Rechtsfahrgebot. Falls es nur links einen Radweg gibt und rechts keinen, bleibt man trotzdem mit den Autos auf der rechten Fahrbahn. So sieht es § 2 Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung vor. Der Gehweg ist auch keine Alternative. Und egal, ob man auf 4 oder 2 Rädern unterwegs ist, das Handy hat am Ohr nichts zu suchen. Auf dem Fahrrad droht ein Bußgeld von 25 Euro. Ein angeleinter Vierbeiner darf den Radfahrer laut § 28 der Straßenverkehrsordnung jederzeit begleiten. Vorausgesetzt, es ist ein Hund. Schweine oder Katzen sind nicht erlaubt. Ja, es wäre wirklich A gewesen. Ja, also, das ist wirklich, wir waren schon mal kurz da. Ja, was geduldet ist und was erlaubt ist, sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber in der Tat, das wäre richtig gewesen. Es bleibt bei 500 Euro. Ja, gut, okay. Nächste Kategorie. Ein Traum. Machen wir. Also, ich wäre für Erfinder oder was bin ich? Was bin ich? Das Essigsäure-Syndrom ist ein Problem in der Filmindustrie, verursacht Wadenkrämpfe oder beschäftigt Weinliebhaber. Das Essigsäure-Syndrom. Du kennst das? Nee. Dann ist es nicht der Wein. Und auch nicht Wadenkrämpfe. Aber du guckst gerne Filme. Wir nehmen an. Nein, stopp, nicht einloggen. Stopp, aufhören. So. Also, es ist ein Problem in der Filmindustrie. Da ist, glaube ich, es geht da um die Entwicklung in Säurebädern. Und dass vielleicht minimale Reste von Essigsäure auf dem Film bleiben und wenn er sich dann erwärmt, dann irgendwie später auftaucht, bevor man ihn, also nach der Auslieferung, dass man nichts mehr tun kann. Verursacht Wadenkrämpfe. Da geht es, glaube ich, um die Übersäuerung der Muskeln. Aber ist das da drin Essigsäure? Müsste man genau wissen, was Essigsäure ist im Vergleich zu anderen Säuren. Aber die Säure ist, glaube ich, das ist... Also ich hatte meine Adduktorenzerrung. Oh, das tat so dermaßen weh. Aber und der Onkel Doktor hat alles Mögliche an Fachbegriffen durch die Gegend geschmissen. Ist das Wort Essigsäure aufgetaucht? Was schätzt du denn? Ich kann das ganz schlecht verstehen, obwohl ich sehr nah bin. Also ich fand ja das mit dem mit der Übersäuerung. Ja. Das fand ich schon. Das fandst du nicht so doof gedacht, obwohl ich gesagt habe, dass ich das ausschließe. Ja, aber wir schließen es trotzdem aus. Wir schließen es aus. Ja. Ich glaube, das ist eher Milchsäure, um die es da geht. Genau. Ja. Ich glaube, es ist was mit Wein. Weil Essig, Weinessig zum Beispiel, wird ja auch aus Trauben hergestellt. Aber das mit der Entwicklung in der Filmindustrie war auch nicht so doof gedacht. Also du bist ja schon ein kleines, kluges Köpfchen. Nee, das Problem ist, die in der Redaktion sind klug, dass die da drei Antworten machen, die alle möglich sein könnten. Also genau genommen sind die doof. Die sollen leichte Sachen machen. Ich würde sagen, wir testen einfach die Weine, die es zur Verfügung gibt. Und gehen diese Essigsäure-Syndrom. Vielleicht ist es, dass ein Wein nach einer Weile dann Essigsäure entwickelt. Und das nur ein bisschen und da gehen die gegen vor. Gerichtlich. Wir nehmen C. Ich glaube, ja. Moment, weißt du, was gerade passiert ist? Oh Gott. Ich habe gesagt, wir nehmen C. Ja? Und das erste Mal wird das nicht eingeloggt. So. Ja. Ah, wie geil. Autoritätsverlust. Oh, wie süß. Also. Ein Herz für Bernhard. Schauen wir drauf. Ja. Riesling oder Riester? Was haben Spielwürfel und Zigarettenfilter gemeinsam?
Sie bestehen oft aus Zelluloseacetat, einem Kunststoff, aus dem auch das Trägermaterial alter Filmrollen hergestellt wurde. Bestandteil dieses Kunststoffes ist Essig. Werden Filmrollen aus diesem Material nicht kühl und trocken gelagert, kommt es zu einem Zersetzungsprozess. Die Feuchtigkeit in der Luft reagiert mit dem Zelluloseacetat und es bilden sich Essigsäurekristalle auf der Oberfläche. Der Film wird mit der Zeit unbrauchbar. Das sogenannte Essigsäure-Syndrom. Ja! Das ist ja heute eine super Sendung. Heute wird die Kohle hier rausgehauen. Aber es kommt doch nicht aufs Geld an, meine Damen und Herren. Ihr seid doch Spaß, ne? Hier, ne? Ja. So, und das ist auch richtig so. Der Bildungsauftrag steht im Vordergrund. Wir haben doch noch unseren Publikum sogar. Das kann doch nicht wahr sein. Ich finde jetzt total genial. Wusste das genial. Ja? Dann nehmen wir total genial. Total genial wurde gewählt. Womit lassen sich dunkle Gummispuren von Turnschuhen auf Fliesen entfernen? Das ist doch meine Frage. A mit dem Tennisball, B mit einer Avocadoschale oder C mit Zeitungspapier. Ich hätte sofort Tennisball gesagt. Also durch den Filz kannst du da rumrubbeln. Dass das da dran haften bleibt sofort, an diesem Filz. Ja, aber Zeitungspapier, Papier, ich meine, da ist Druckerschwärze, dann hast du andere. Ich würde eigentlich auch eher zum Tennisball tendieren. Wenn ich mir jetzt aber das vorstelle, ich würde Avocadoschale, irgendwie ist das komisch, das ist mir eigentlich... Ja, aber mit Fett ist auch nicht so, aber komm, wir nehmen A. Wir versuchen es mit A. Wir nehmen A. Oh. Die Zeitung übrigens, die kann man wunderbar zum Fensterputzen verwenden. Ah. Zumindest um den letzten Wasserfilm trocken zu wischen. Schuhe hinterlassen auf dem Fußboden manchmal unschöne schwarze Streifen. Mit einem trockenen Tennisball lassen sie sich entfernen. Einfach ein paar Mal über die Stelle reiben und die Schuhstriemen werden ganz einfach wegradiert. Sehr gut. Hochgepokert, aber mit Erfolg. 1000 Euro auf eurem Konto. Wir haben noch 4 Kategorien. Soll ich noch fragen oder soll ich sofort entscheiden? Nee, ja. Wir nehmen clever. Womit lässt sich eine muffig riechende Matratze über Nacht wieder auffrischen? Neu kaufen. A. Butterbrotpapier. B. Natronpulver oder C. Orangen. So, also Butterbrotpapier glaube ich nicht. Bei Natronpulver kann ich mir vorstellen, dass das die Feuchtigkeit aufnimmt und vielleicht auch die irgendwelche Duftstoffe mit Ich glaube eher, dass es das neutralisiert. Oder neutralisiert. Sowas in der Art. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man jetzt simpel denken würde, dann könnte man sagen, okay, die Orange frischt es für den Moment auf. So, und dann hat es quasi den Hauch von wow. Und, aber ob es wirklich... Weil muffig ist ja auch, das ist ja festgesetzt, das ist ja kein Pups, der mal eben schnell und dann wieder weg, ja, sondern das ist ja schon, Und was würdest du dann stattdessen? Mit Natronpulver. Ich glaube, das haben auch mit Natron Allgemeingerüche neutralisiert. Ich kenne ja sogar auch Menschen, die sich das dann quasi als Duschersatz oder sowas auch schon benutzt haben. Was machen die? Und unterwegs waren. Natron? Mhm. Doch. Wir nehmen B. Ja. Oder? Das ist gut. Ich glaube, es ist das. Wir nehmen B. Und diesmal sind wir uns sogar einig. Oh. Alle sind wir uns einig. Dankeschön. Wer ist anderer Meinung? Ganz kurz, wer hat den Mut? Anna, du sagst? Ich bin überrascht, wie viele Menschen die Erfahrung mit muffigen Matratzen haben. Okay, aber wir notieren das mit B, meine Damen und Herren, und schreiben es uns ins Notizbuch für die Zukunft. Schweiß und ständige Körperwärme. Über die Jahre hinweg muss eine Matratze so einiges ertragen. Um den Muff zu bekämpfen, reicht der Griff zu Natron. Großzügig auf der Matratze verteilen und über Nacht einwirken lassen. Das Pulver wirkt desinfizierend, fungizid und neutralisiert außerdem unangenehme Gerüche. Am nächsten Morgen das Natron mit dem Staubsauger absaugen und schon riecht die Matratze fast wie neu gekauft. Also, es kommen 500 Euro dazu, es sind 1000 Euro jetzt für euch. Wir haben noch 3 Kategorien. Erfinder, Botanik und Neuheit sind noch im Angebot. Neuheit. Neuheit.
Oh Gott. Nein, was denn? Wolltest du was anderes gerne? Nee, ist alles gut. Jetzt ist eh zu spät. Wir hätten das eh nicht genommen. Was haben chinesische Ingenieure 2016 entwickelt, um den Stau in Städten zu umgehen? A. Auto, das auf Knopfdruck schmaler wird. B. Aufzug, der Autos schneller auf eine Fahrbahn transportiert. Oder C. Ein Bus, der über Autos fährt. Was? Ja, das meine ich. Also Auto, das auf Knopfdruck schmaler wird, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Bus, der über Autos fährt. Ja, das kann natürlich sein. Ich meine, die sind... es ist echt verrückt, aber ich finde, es wird zu denen passen irgendwie. Die haben ja öfters mal so verrückte Ideen, die total genial sind. Das muss natürlich aus Material irgendwie sein, dass da keiner hat Räder, aber irgendwie sowas anderes und der fährt dann da... So, Aufzug, der Auto schneller auf eine Fahrbahn transportiert. Ja, das kann man... Auf der anderen Seite müssen die dann ja immer warten, bis der Aufzug also hochfährt oder runterfährt. Und dann wartest du da und dann entsteht ein Stau vor diesem Aufzug. Dann hast du aber was gewonnen. Vielleicht ist ein Paternoster. Darfst halt nur nicht vergessen, rauszufahren. Ja. Da ist nebendran einer, der noch leiert oder so. Publikum? Ja, irgendwann müssen wir ja das Publikum nehmen. Wir nehmen das Publikum. Ja, das machen die bestimmt regelmäßig. Vielleicht hat es ja jemand gehört oder gelesen oder gesehen. Ich bin persönlich für C, du bist für B. Und wir fragen mal das Publikum. Vielleicht hat das ja irgendjemand... Wieso wissen wir das nicht? Oh Gott, ist so einfach. Wieso wissen wir das nicht? Da stehen fast alle auf. Ich kann mich auch dazu stellen, ich weiß es auch. Ja, die Dame ist zuerst aufgesprungen. Ja. Also ich komme zu Ihnen nach oben, eine Sekunde. Direkt aus China zu uns gekommen. Ja. Guten Abend. Hallo, Sie sind? Veronika. Hallo, Veronika. Wo kommen Sie her, Veronika? Aus Allerstedt. Mhm. Und... Waren Sie schon mal in China? Nein. Ja, aber Ihnen ist das irgendwo untergekommen? Ich habe das vor 14 Tagen ungefähr, glaube ich, im Fernsehen gesehen, dass Sie das gezeigt haben. Und das ist C, der Bus, der über Autos fährt. Oh. Mhm. Ja. Und wie sieht's aus? Nur, dass Sie ganz kurz den beiden eine Idee mitgeben und unseren Zuschauern einen Vorgeschmack auf das, was Sie gleich zu sehen bekommen. Also der ist unten hohl und fährt auf Schienen oder auf Rädern, weiß ich nicht, über die Autos drüber weg. Ah, wie ein Bus auf hohen Beinen. Genau. Ja? So kann man es umschreiben, oder? Ja. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an. Das klingt doch sehr spannend. Satte 35% weniger Stau versprechen sich chinesische Ingenieure von ihrem Transit Elevated Bus. Dieses schwebende Gefährt gleitet einfach auf Schienen über die Autos hinweg. Dank der Höhe und seines offenen Korpus kann der Bus mühelos den Verkehr überfahren und bis zu 1400 Fahrgäste mit auf die Reise nehmen. Noch 2016 will man im Norden Chinas mit einem Prototyp einen Testlauf starten. Absolut richtig. Herzlichen Glückwunsch zur richtigen Antwort. Und dem Team und Ihnen allen zur weiteren 500 Euro. Ich wäre dabei. So, ihr steht bei 1500 und ihr habt zum letzten Mal die Wahl. Sollen wir es einfach mit Erfinder versuchen? Ich schließe mich dir da sehr gerne an. Wir nehmen Erfinder, Herr Pflaume, bitte. Yep. Danke. Einmal zum Mitnehmen. Wer meldete Ende des 19. Jahrhunderts das Patent für eine Zuckerwattemaschine an? A. Ein französischer Weber, B. Ein englischer Kissenhersteller oder C. Ein US-amerikanischer Zahnarzt? Entschuldigung. So, ganz dunkel bei mir ist dieser blöde Zahnarzt. Das ist echt bescheuert, wenn das Unmöglichste auf einmal so mitschwingt. Mhm. Weil der entweder Patienten suchte... Oder, um das jetzt mal, also das kann ja auch nett gewesen sein, die haben alle sehr gerne Zucker gegessen. Mhm. Das ist ja lecker. Und er fand halt die Bonbons und die Zucker immer zu intensiv. Und hat gesagt, ich mache einfach Zuckerwatte. Das ist auch süß, aber es ist halt nicht so schlimm wie all das andere. Also ich tendiere zu C. Was fühlst du denn? Oh. Was fühlst du, was du um diese Uhrzeit sagen kannst?
Okay, egal. Reden wir später über Gefühle. Oh Gott, wie süß. Ich glaube, Christine singt lieber über Gefühle, als dass sie drüber redet. Dann sag mir, welchen Buchstaben wir nehmen. Dann kann ich keine Antwort geben. Und das Video da vorne, es legt los. Okay, das ist geil. Ich meine, dann schon nachgedacht. Ja, gleich hier. Ich glaube, wir stehen kurz vor einem Duett. Wir nehmen nicht A, das ist crazy. Wir nehmen auch nicht B, das klingt verrückt. Und bevor du gleich gehst, nehmen wir lieber das C. Ja. Irgendwie so. Hier geht's ja heute dermaßen ab. Sie haben sich fürs hohe C entschieden. Erhitzter Zucker wird flüssig und feine Fäden werden mittels Zentrifugalkraft nach außen geschleudert. Mit einem Stab aufgefangen erhält man leckere Zuckerwatte. Die Maschine dafür entwarfen und bauten im Jahr 1897 William J. Morrison und John C. Wharton aus Nashville in den USA. Wharton war Konditor und Morrison ein erfinderischer Zahnarzt. Zusammen meldeten sie das Patent für den neuen Verkaufsschlager, die elektronische Süßigkeitenmaschine, an. Jawohl, ein US-amerikanischer Zahnarzt war der Erfinder der Cotton Candy Machine. So, ihr steht bei 1500 Euro. Bring die Blumen schon mal her. Ihr habt noch eine Frage und könnt euch noch ein Stück absetzen. Aus der Kategorie Botanik die letzte Frage ans Team Elton. Elton und Laura Wilde. Einem internationalen Forscherteam zufolge können auch Pflanzen A. einen Wutanfall kriegen, ohne geärgert zu werden, B. einen Jetlag bekommen, ohne zu fliegen, oder C. unter Migräne leiden, ohne einen Kopf zu besitzen. Reicht dich deine Blume daheim regelmäßig? Du weißt es? Ja. Du weißt es? Oh. Okay, ein Jetlag bekommen, ohne zu fliegen. Jetlag bedeutet ja, das ist... Dass die irgendwie auch durch die Zeit... Verschiebung... Ausgerückt sind. Die denn, aber... Also ich meine auch tatsächlich gehört, dass Pflanzen können auf jeden Fall einen Wutanfall kriegen, ohne geärgert zu werden. Was empfinden bzw. auch an unter Schmerzen leiden. Ja, wir haben kein Publikum mehr, wir wissen beide nichts damit anzufangen. Ich bin ein bisschen bei C. Vor allem macht das ja auch meistens Sinn. Ich meine, die haben keinen Kopf und können trotzdem aber Migräne haben. Also so eine Art von Migräne. Was ist denn Migräne? Was passiert denn da im Kopf? Ist das, wird da irgendwie was... Also Migräne, wenn du Migräne hast, dann ist auf jeden Fall so, dass du ja gerne am besten ganz erstmal irgendwie in einen dunklen Raum musst, weil du, glaube ich, das auch am liebsten hast. Wenn dir ist schlecht, du hast totale Kopfschmerzen und brauchst es ganz dunkel, das weiß ich. Ja. Also für was wollt ihr euch entscheiden? A oder C, was machen wir? Du wärst eher für C, ich oder? Ich wäre für C. Ich finde aber A irgendwie total cool. Ja. Wenn so eine Pflanze total ausrastet, ja. Also im übertragenen Sinne, aber einen Wutanfall oder Migräne. Ich bin gerade ein bisschen für A. Du bist jetzt für A? Ich bin jetzt ein bisschen also für sagen A. Wir mal so, A wäre spannender wie C, finde ich jetzt. Aber ich wäre jetzt... Wir nehmen C. Wäre doch schön, wenn es C wäre. Können wir ja was gegen tun. Einfach ein Mittel ins Blumenwasser. Auch Pflanzen besitzen eine innere Uhr. Diese ist unter anderem dafür zuständig, dass die für die Photosynthese benötigten Proteine immer kurz bevor es hell wird, produziert werden. Die Pflanzen können somit sofort bei Tagesanbruch mit dem Aufbau von Nährstoffen beginnen. Forscher fanden bei Untersuchungen an der Ackerschmalwandpflanze heraus, ist die innere Uhr nicht mit dem Tag-Nacht-Zyklus synchronisiert, werden empfindliche Eiweißstoffe zu früh gebildet. Sie sind dann möglicherweise bereits wieder zerfallen, wenn das Licht zur Verfügung steht und die Pflanze wächst schlechter. Sie leidet dann sozusagen an einem Jetlag. Oh.
Egal, wir haben was gelernt. Ja, wer weiß denn sowas? Aber dieses Hell-Dunkel hängt halt untrennbar mit dem Biorhythmus zusammen und das trifft eben speziell in diesem Fall auch auf Pflanzen zu. Also, wir haben einen Zwischenstand, bevor wir ins Finale gehen. Bernhard und Christine Stark haben 1.500 Euro erspielt. Und Elfner und Laura Wilder haben ebenfalls 1.500 Euro erspielt. Damit haben wir Gleichstand vor unserem Finale. Die Kategorie, aus der Geografie. Die heutige Masterfrage kommt, ist Geografie. Ja, natürlich. Eigentlich hatten wir was anderes geplant, aber wenn du dir das wünschst, kriegst du das natürlich sofort. Oh, so, ihr dürft jetzt... Es tut mir jetzt schon leid. Aber komm, es können bei euch 3.000 Euro werden und es können bei euch 3.000 Euro werden. Das wäre auf eurer Seite ein bisschen höherer Pro-Kopf-Gewinn natürlich, weil etwas weniger Menschen natürlich hinter euch sitzen, hinter Elton und Laura. Ihr habt schon eingeloggt, oder was? Ihr seid schon fertig, oder wie? Oh. Manchmal gehen die Dinger schneller, als man denkt. Oh ja, schnell am Drücker, ey. Oh je. So, beide Teams haben gesetzt. Damit ist alles geklärt und hier kommt die Masterfrage. Aus der Kategorie Geografie. Welches ist das flächenmäßig größte Bundesland Österreichs? A. Tirol, B. Niederösterreich oder C. die Steiermark? Ihr habt 20 Sekunden Zeit. Ab jetzt! Oha! Oh, Elton und Laura haben sich in letzter Sekunde noch mal umentschieden. Ja. Wer hat drauf gedrückt? Laura? In ich sag jetzt schon sorry. In allerletzter Sekunde aber wirklich. Ich hab mich noch mal umentschieden. Oh, wir kriegen Stress hinter der Bühne bestimmt. Der ist so sauer. Na Quatsch, ich wusste es doch selber nicht. Sorry. Schauen wir doch erstmal, was ihr gesetzt habt. Sieht gut aus. Bernhard und Christine haben von ihren 1.500 Euro gesetzt. Alles 1.500. Elton und Laura haben von ihren 1.500 Euro gesetzt. Alles! Oha. In diesem Falle heute, mit dem Wissen, dass Laura in der letzten Sekunde noch mal die Antwort geändert hat, darf ich auf keinen Fall jetzt schon verraten, worauf beide Teams gesetzt haben. Das erfahren Sie gleich, meine Damen und Herren. Wir sind gleich zurück und dann gibt es die Entscheidung. Wer gewinnt hier heute? Team Bernhard oder Team Elton? Wer entscheidet das Schlagerduell für sich? Da sind wir wieder. Die Entscheidung in der heutigen Ausgabe von Wer weiß denn sowas steht ganz kurz bevor. Wir spielen heute mit Bernhard Hoecker und Christine Stark. Ja, Christine ist hier. 1.500 Euro haben Sie erspielt, 1.500 Euro haben Sie gesetzt. Und gegenüber, es ist ja heute unser Schlagerduell, Elton mit Laura Wilde. Ja. Ganz verzaubert war der Elton, aber ändert sich das jetzt noch mal, denn Laura hat gerade in der Beantwortung der Masterfrage in letzter Sekunde noch mal die Antwort geändert. Wir schauen noch mal auf die Frage, die gestellt wurde. Welches ist das flächenmäßig größte Bundesland Österreichs? A. Tirol, B. Niederösterreich oder C. die Steiermark? Schauen wir, was beide Teams letztendlich eingeloggt haben. Bernhard und Christine haben sich entschieden für Antwort B, Niederösterreich. Elton und Laura haben sich entschieden für Antwort C, die Steiermark. Und bis eine Sekunde vor Ablauf der Zeit war es
Auch Niederösterreich. Hatte ich. Auch Niederösterreich. Hm? Also ganz kurz vorher nochmal umentschieden. Ohne Elton zu fragen, oder? Ich weiß gar nicht, ob sie das Nein, wir haben das besprochen. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt schon mal Elton. Jemand getraut hat, Elton. Nee, das hat sich tatsächlich noch niemand getraut. Ja, das hat bisschen, sich hätte du, sich aber jemand trauen sollen. Bisschen Wille darf es auch mal sein, aber ich habe jetzt schon Schiss, ey, das ist mhm. Pee. Das ist schon okay. Ich bin mir nicht sicher, aber... Oh, es tut mir leid. Ja, du warte doch erst so, mal ab, ist doch ja. alles gut. Schauen wir auf die ja richtig, Antworten. Tirol hat eine Fläche von 12.647 Quadratkilometern. 12.647 Quadratkilometer. Niederösterreich hat eine Fläche von 19.177,78 Quadratkilometern. Und die Steiermark hat eine Fläche von mehr oder weniger als Niederösterreich. Die Steiermark hat eine Fläche von 16.475 Quadratkilometern. Es ist Niederösterreich und damit gewinnen Bernhard und Christian. €3.000 stehen schlussendlich auf dem Konto. €3.000 für euch. Und das heißt, für jeden von euch €44.12. Hei, 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 hei. Oh. Das klären wir dann jetzt gleich. Na, das musst du weniger mit Elton klären. Wo bin ich das nächste Mal auf der Bühne? Ihr kommt dann mal vorbei, nee. Oder? Ja, ja. Ich denke mal, 52 Alben und die Menschen sind besänftigt. Ja. Ja. Handsigniert, dann sind alle wieder verzaubert, dann passt das wieder. Also, herzlichen Dank auch an euch, aber so, ah. Ganz kurz vor Schluss, Glückwunsch an unser Siegerteam. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Glückwunsch. Ja. Glückwunsch an euch. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch hier bei uns im Ersten und wir sehen uns natürlich wieder zur nächsten Ausgabe. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Eiweiß aus Erdbeeren, ne? Fettsäuren werden hier wegen Weiß geschlagen. Wir nehmen A. Dann nehmen wir A. Ihr nehmt A. Ich muss ja gestehen, ich war auch schon häufiger dabei, bin aber überhaupt kein Süßer, überhaupt kein Marmeladenesser. Oh. Beim Kochen von Erdbeermarmelade ist er ein ständiger Begleiter, weißer Schaum. Dieser ist zwar unschädlich, aber er kann später im Glas zu Schimmelbildung führen. Deshalb sollte man ihn regelmäßig abschöpfen. Verantwortlich ist das Eiweiß, das aus den Erdbeeren austritt und durch die Hitze schaumig wird. Dieses Phänomen ist übrigens auch beim Kochen von Kirschen zu beobachten. Hätten Sie es gewusst? Hätte es jemand gewusst? Ja, alle hätten es gewusst. Hättet ihr das alle gewusst? Läuft gut. So, wie machen wir denn weiter? Jetzt darfst du entscheiden, weil mein Südpol... Vielleicht tierisch. War das eine Anspielung? Ja, wegen. Das war doch schon wieder ein Also mit Pinguinen können wir uns jetzt ja aus. Ja, definitiv. Also. Und zusammen haben wir drei Hunde. Und mit Chihuahuas kenne ich mich definitiv auch aus. Ich dachte, du hast Hunde. Ja, eben. Das ist die geilste Alarmanlage, die du dir vorstellen kannst. Ich bringe sie irgendwann mal mit, dann wirst du das nicht mehr Sehr gut, meiner hat lange nichts mehr gegessen. Und der hat mir was... Ja. Und der So, jetzt aber. Und so, komm, tierisch. Ach, wirklich, ja. Wollen wirklich dabei bleiben? Sollen wir nicht? Ach, guck mal da. Ach so, geht schon los. Der Siedelweber. Ja, es ist unglaublich, wie viele Tiere es gibt, von denen man noch nie gehört hat. Ja? A, wird in Indien als Nutztier gehalten. B, hat Haare an den Flossen.
Oder C, lebt mit anderen Vögeln in einer Nest-WG. So, das Schöne ist schon mal, wir wissen gar nicht, was es für ein Tier ist. Ein Vogel, ein Fisch, also ein Wassertier oder was in Indien ist. Als ich das Wort Siedelweber hörte, dachte ich zuerst an eine Spinne. So Weberknecht und Siedelweber, das taucht hier gar nicht auf. Lebt mit anderen Vögeln in einer Nest-WG. Das hieße, die wohnen zusammen, einer bringt den Müll runter und der andere holt das... Traumvorstellung. So, wird in Indien als Nutztier gehalten. Es kann natürlich sein, wenn es sich wirklich um eine Spinne... Bernhard und Christine dürfen die erste Kategorie wählen. Weiß nicht, wie vertraut du mit den Regeln im Detail bist, Christine, aber hinter euch sitzen mehr Menschen. Deswegen dürft ihr die erste Wahl treffen. 500 Euro für jede richtige Antwort und einen Publikumsjoker für jedes Team. Mich hat sofort der Südpol angelacht. Ach, ich wusste es. Würdest du mit mir auch in den Südpol fahren oder sollen wir so in die Botanik gehen? Also, du bist so heiß, ich gehe mit dir überall hin. Schauen wir doch mal, welche Frage sich hinter der Kategorie Südpol verbirgt. Ich möchte ein Eisbär sein. Da gibt es keine. Die in der Antarktis lebenden Eselspinguine koten ihre Nistplätze vor der Brutsaison ein. Ist ja eine spannende erste Frage. Damit eine nährstoffreiche Unterlage für den Nachwuchs entsteht? Antwort A. B. Um den Nistplatz frühzeitig zu reservieren? Oder C. Damit der Schnee schneller schmilzt? Soll ich mit meiner Theorie anfangen? Fang mal mit deiner Theorie an. Damit du dann richtig, richtig genial einen oben drauf hauen kannst. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Okay. Also damit der Schnee schneller schmilzt, ist schon ein bisschen irgendwie komisch, oder? Ich finde das ja, ein bisschen, ziemlich übertrieben. Was den Nistplatz angeht, um ihn frühzeitig zu reservieren, das ist ja wie so eine Art Markierung. Ich habe selber zwei Hunde. Ja, und mein kleiner Johnny, der Rüde, der hat ja aber, also vom Markieren her. Moment, ich mache jetzt einen kleinen Umweg. Ich bin tapfer, kein Problem, mach weiter. Warte, wir kriegen das hin. Lass mich kurz nachdenken. Ich bin gespannt. Danach rettest du uns, ich weiß das. Ich bin auf die Nester deines Hundes gespannt. Pass auf, jetzt geht's los. Und wenn sie es quasi reservieren, dann ja irgendwo mit einer Art Markierung. Richtig. Ich habe das Wort markieren. Ja. Sensationell. Das könnte ich mir schon irgendwie dementsprechend vorstellen. Also das mit dem Schnee nehme ich auch. Würde ich auch nicht. Würde ich auch nicht. Ich das. Mit dem... ich denke ja manchmal auch mit dem Rücken. handelt, dass die gezielt in der Wohnung ansiedeln, damit er Spinnennetze webt, um dann Mückengetier zu entsorgen. Ich krieg Gänsehaut. Und dann wäre es ein gezieltes Nutztier, also dass sie das nutzen, um... Spinne? Ja. Oder eine Raupe, vielleicht ist auch in der Siedelweber auch eine Raupe. Könnte ich eher leben. Okay, nehmen wir eine Raupe. Ja, okay. Als Nutztier. Die Mücken frisst. Es gibt keine Raupen, die Mücken fressen. Ich kann mir ehrlich gesagt alles vorstellen. Und finde vom Gefühl, würde ich A sagen, weil das die meisten Möglichkeiten offen lässt, von denen wir keine Ahnung haben. Und uns klingt logisch. Sollen wir A nehmen? Und wenn es falsch ist, nehmen wir danach das Publikum. Okay. Weil dann, also, wenn dann halt noch jemand da ist. Sollen wir einfach A nehmen? Wir nehmen A. Sollen wir A nehmen? Mhm. Gut. Wir nehmen A. Ich entscheide das jetzt einfach. Der Siedelweber wird in Indien als Nutztier gehalten, behaupten zumindest Christine und Bernhard. Die südafrikanischen Siedelweber sind sperlingsähnliche Webervögel. Diese eher unscheinbaren Gesellen verbringen sehr viel Zeit mit dem Bau ihrer auffälligen Behausung. Die riesigen Gemeinschaftsnester bestehen aus zahlreichen Einzelnestern, alle unter einem Dach. Sie bieten Platz für weit über 100 Brutpaare und können über 4 Meter in der Breite erreichen. Der Vorteil dieser WG? Sie ist deutlich leichter zu verteidigen. Wow. Ja,
Aber ist das toll, oder? Ja, super. Ich meine, bei allem Schmerz klasse. Über eure falsche Antwort, aber das ist das doch wirklich toll, oder? Ich bin toll, total oder? Froh, dass ich das gelernt habe, das aber ist warum so sozial. Jetzt? Hm? Warum ausgerechnet hier? Yeah. Ja, es bleibt erstmal weiter bei 0 Euro. Wir sind geblieben. Titanic unter Wasser würde ich auch eher pupen. Aber vielleicht versucht ihr es gleich mal mit einer Tierfrage. Ja, ich mach das. Ja, das ist gut. Stimmt. Das Fragezeichen vielleicht. Nee, das wollen wir jetzt schon. Das wollen wir jetzt gerne. Ich darf nichts mehr sagen, sonst denkt, ich weiß ja nicht, welche Fragen dahinter sind, aber nicht, dass irgendeiner glaubt, ich würde euch zu irgendeiner Frage raten. Was wird als Laffe? Heute bei Wer weiß denn sowas, das Schlagerduell. Christine Stark mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Laura Wilder und Elton. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu Wer weiß denn sowas? Wussten Sie eigentlich das, meine Damen und Herren? Die Färöer Inseln, prozentual gerechnet zur Einwohnerzahl, die meisten Nobelpreisträger hat. Es gibt da nämlich genau 50.000 Einwohner und einen Nobelpreisträger. Ich bin mir sicher, Sie werden noch oft davon erzählen. Vergessen Sie bitte nicht zu erwähnen, wo Sie die Informationen bezogen haben, nämlich hier bei uns. Bin sehr gespannt, freue mich über unsere beiden Gäste. Ja, sie ist hier, Christine Stark, meine Damen und Herren. Darf ja auch mal was anderes sein. Ne? Es muss nicht immer eine große Bühne sein. Und viele werden jetzt denken, oh Mann, jetzt sind die da und singen gar nicht und so. Aber vielleicht irgendwann spontan, wir wissen es nicht. Ja? Laura Wilder, herzlich willkommen. Ja? Der Elton ist jetzt schon verzaubert. Hier, gucken wir an. Ne? So, jetzt schauen wir aber mal, wie viele Menschen hinter welchem Team Platz genommen haben. Unser Publikum durfte sich ja auch heute wieder frei entscheiden. Und hinterm Team Bernhard sitzen von unseren Gästen genau 68 an der Zahl. 68 Menschen, die fest daran glauben, dass ihr heute Abend gewinnen werdet. Aber es gibt auch 52, die hinter Team Elton Platz genommen haben. Und voll und ganz auf den Teamkapitän Elton vertrauen. Wir legen los mit 12 niegelnagelneuen Kategorien auf unserer Wand. Die Kategorien sind heute: Was bin ich? Tierisch, tierisch. Total genial. Erfinder. Unter Wasser. Botanik. Neuheit. Clever. Das Fragezeichen. Einspruch. Essen und Trinken. Und Südpol. Da ist für jeden was dabei. Also, um die Nistplätze frühzeitig zu reservieren, das kann natürlich gut sein, weil das riecht natürlich dann und dann weiß man, wo man hin muss. Die Frage ist, interessiert das einen anderen? Aber kann man das inzwischen nicht online? Ich bin aber auch am ehesten für B. Am Anfang hatte ich nämlich auch die Idee B. Also nicht B, sondern markieren. Wir nehmen dein B. Wieso mein B? Weil du das zuerst vorgeschlagen hast. B wie Brutsaison. Richtig. Eselspinguine leben und brüten in Kolonien. Allerdings brüten sie ungern auf Schnee und Eis, sondern lieber auf felsigem Untergrund. Deshalb versammeln sie sich zeitig vor der Brutsaison an der bevorzugten Brutstelle und beginnen, dieses Areal einzukoten. Der dunkle Kot bedeckt rasch den hellen Schnee und die Sonnenstrahlen werden absorbiert. Dadurch heizt sich der Schnee auf und schmilzt im Gegensatz zum umliegenden weißen Schnee schneller. Oh. Hätte ich aber auch nicht getippt. Nee, hätte ich auch nicht. Hätte ich auch nicht, ja. Noch keine 10 Minuten alt die Sendung und schon was gelernt. Also es bleibt erstmal da. Bei 0 Euro. Es kommen ja noch ganz viele Fragen. Ich persönlich bin natürlich ein großer Freund von Essen und Trinken, aber du darfst dir gerne aussuchen, was du möchtest. Also sagen wir es mal so, die Tafel kam und ich sag zu Elton, Essen und Trinken passt eigentlich immer. Wir nehmen Essen und Trinken, wenn es dir recht ist. Sehr gerne. Ah. Oder?
Ihr beiden versteht euch ja gut. Geht schon gut los, jawohl. Und guck mal, es hat überraschenderweise auch was damit zu tun. Ja? Warum bildet sich beim Kochen von Erdbeermarmelade ein weißer Schaum auf der Oberfläche? A, der Gelierzucker reagiert mit Sauerstoff. B, es tritt Eiweiß aus den Erdbeeren aus. Oder C, Fettsäuren werden durch die Bewegung weiß geschlagen. Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, Gelierzucker ist auf alle Fälle, kommt ja da auf jeden Fall rein. Also ja, das wäre schon mal definitiv naheliegend. Aber Eiweiß aus den Aber warum Erdbeeren? Sollte der mit Sauerstoff reagieren und dann weiß werden? Das Eheste würde ich A sagen, wegen Gelierzucker. Aber das ist jetzt auch nur so eine Bauchgefühlssache. Was meinst du? Sollen wir A mal riskieren?